Jetzt, wo es ums Essen geht, da ist es ganz schnell vorbei mit Scheu und so, ne? Du kommst so ein bisschen zum Entspannen hierher, oder warum? Mhm. Und auch, wenn ich Stress hatte in der Schule. Hallo bei 9,5. Wenn wir in Deutschland vor einer Weide stehen, dann erwarten wir ja Tiere wie Kühe, Schafe oder Pferde. Aber in letzter Zeit sieht man auch immer häufiger die hier, Alpakas. Die kommen eigentlich aus Südamerika und die sehen nicht nur süß aus, die haben auch eine ganze Menge drauf. Kommt mal mit. Ich treffe heute nicht nur ein Alpaka, sondern gleich 15. Eine ganz schön bunte Truppe ist das hier. Und was das für witzige Tiere sind. Sieht für mich ein bisschen aus wie so eine Mischung aus Schaf und Esel. Auf jeden Fall aber mit die beste Frisur, die ich bei Tieren je gesehen habe. Und das ist Michaela. Ihr gehört die Alpaka-Herde. Hallo Michaela. Hallo Robert, guten Morgen. Guten Morgen. Die erste Frage, die ich immer habe bei Tieren, wenn wir die zusammen kennenlernen, kann ich die streicheln? Klar, kannst du ja mal versuchen. Ja? Da ist der Rapa Nui, geh mal hin. Rapa Nui? Rapa Nui? Rapa Nui, Mensch. Na? Nee, das hat nicht geklappt. Der hat keine Lust auf mich. Und was ist mit dem hier? Ey. Ja gut, manchmal ist es schwierig. Nimm's nicht persönlich. Sind Alpakas keine Streicheltiere? Nein, Alpakas sind grundsätzlich keine Kuscheltiere, Alpakas sind Fluchttiere. Aha, deswegen sind die beiden eben abgehauen, als ich auf sie zugegangen bin. Aber keine Sorge, wir kriegen das nachher schon hin. Echt, wir kriegen die noch so ein bisschen an mich gewöhnt vielleicht. Wir haben so 2, 3, die finden das ganz gut. 2, 3 Alpakas heißt dann ja, dass schon alle verschiedene Persönlichkeiten haben, oder? Ja. Wie unterscheiden die sich denn so? Die sind von sehr scheu bis sehr zutraulich, manchmal auch kuschelig, ganz unterschiedlich. Tuna zum Beispiel ist die Chefin der Herde. Sie ist in Chile geboren, sehr scheu und lässt sich gar nicht gerne berühren. Lima dagegen ist ein richtiges kleines Kuschel-Alpaka, wenn sie Lust hat. Sie ist sehr neugierig und freut sich meistens über Besuch auf der Weide. Und das ist Valerio. Er ist ein Wallach, also ein kastrierter Hengst und kann eine richtige Rampensau sein. Ob er sich wohl von mir füttern lässt? Jawohl, es klappt. Guck mal, wir zwei beiden, ne? Aus uns wird noch was heute. Sie fressen mir aus der Hand, wenn es schmeckt. Die Alpakas haben es hier bei Michaela aber auch echt gut. Ihre ursprüngliche Heimat liegt in Südamerika, in der Region der Anden. Das ist ein Gebirge, das sich unter anderem durch die Länder Peru, Bolivien und Chile zieht. Dort oben in den Bergen leben die Alpakas in großen Herden und haben sich mit ihrem dichten Fell perfekt an das harte und kalte Klima angepasst. Alpakas gehören wie ihre nahen Verwandten, die Lamas, zu den Neuweltkameliden. Entfernte Verwandte sind die Trampeltiere, also die mit den 2 Höckern. Und Dromedare, die mit 1 Höcker. Damit sich die Alpakas bei uns wohlfühlen, müssen sie in Herden gehalten werden und brauchen einen Unterstand. Als Fressen mögen sie Gras und Heu. Bei Michaela gibt's aber manchmal auch noch ein paar Leckerlis. Guck mal, ne? Jetzt, wo es ums Essen geht, da ist es ganz schnell vorbei mit Scheu und so, ne? Ja, da bist du nämlich sofort hier. Guckt euch das mal an, hier mittendrin in den Alpakas. Da interessiert mich ja eine Sache ganz besonders. Sag mal, spucken Alpakas auch? Ja, die können spucken. Wann spucken denn Alpakas und warum? Wenn die sich bedrängt fühlen, wenn ein Tier die Rangordnung missachtet, ein niedrigeres dann dem anderen das Futter wegnehmen will zum Beispiel. Spucken die denn auch Menschen an? Nicht gezielt. Also du brauchst keine Angst zu haben, dass jetzt ein Alpaka genau auf dich zukommt und dir ins Gesicht spuckt. Also dann wäre wirklich was falsch in der Erziehung oder in der Haltung. Das machen die nicht. Man steht aber mal ungünstig zwischen 2 streitenden Tieren. Ja, wir werden schon erwartet. Ja. Warum gibt es eigentlich immer mehr Alpakas in Deutschland? Ja, du warst ja jetzt hier, guck sie dir an. Die sind ja die süßesten Tiere der Welt eigentlich. Ja, das stimmt natürlich. Alpakas haben aber nicht nur die deutschen Weiden erobert. Sie sind zum Beispiel auch auf vielen Produkten zu sehen. Aber was macht sie so beliebt? Ihre großen Augen, die hohe Stirn und ihr rundlicher Kopf bedienen das sogenannte Kindchenschema. Das löst bei uns gute Gefühle aus. Auch ihr flauschiges Fell, den ulkigen Überbiss und natürlich die witzigen Frisuren finden viele süß und machen das Alpaka so beliebt. Apropos Fell, das fühlt sich wirklich abgefahren an. Ach, okay, so tief geht das da rein. Guck mal hier. Guck mal, da unten ist die Haut. Nein.
Boah, also hier unter der ersten Schicht, ja, es ist ja unglaublich flauschig. Ja. Und was ist jetzt an dieser Faser oder an diesem Vlies so besonders? Also das sind Hohlfasern, das heißt, jedes einzelne Haar ist innen hohl und dadurch isoliert das so toll, sowohl bei Hitze als auch bei Kälte. Einmal im Jahr, im Frühling, werden die Alpakas geschoren. Danach sieht Lima so aus. Was machst du dann damit? Wir lassen Wolle? Da Bettdecken draus herstellen und Schals, Mützen, also alles, was man damit so Schönes machen kann. Und dann ist es endlich soweit. Lima ist im Kuschelmodus. Ich hab's geschafft. Na, guckt euch das an. Mitten in der Alpaka-Wolle. Ach, das ist so schön, ne? Hier mal ein bisschen zu kuscheln. Hätte ich nicht gedacht, dass das heute noch klappt. Also ich habe gerade gemerkt, dass Alpakas einen richtig sanften Charakter haben. Sie sind manchmal sogar gut für die Seele und werden darum auch eingesetzt, um Menschen zu helfen. Und das gucke ich mir jetzt an. Und zwar bei dieser Herde hier. Hier sind jetzt nicht nur Alpakas, sondern auch Lamas dabei. Aber was ist denn jetzt was? Mal gucken. Dabei kann mir bestimmt Steffi weiterhelfen. Ihr gehören die Tiere. Hallo. Du hast Lamas und Alpakas. Mhm. Was ist denn der Unterschied? Woran erkenne ich, was ist? Also die Lamas sind ein bisschen größer als die Alpakas. Ja. Und die haben ganz andere Ohren. Die Lamas haben Ohren wie eine Banane und die Alpakas haben Ohren wie ein A, so spitze Ohren. Steffi, du machst hier tiergestützte Pädagogik. Was ist das? Das ist ein ganz, 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 ganz großes Feld. Ich bin der Pädagoge, also eine Lehrerin, und das sind meine Tiere. Und die helfen mir dabei, Kindern beim Lernen zu helfen, dass Kinder ruhig werden. Warum eignen sich denn Alpakas gerade dafür? Guck mal, wie ruhig es hier ist. Ja, das stimmt. Es ist einfach Ruhe. Die merken auch ganz genau, wer Kontakt haben möchte. Dann gehen sie nämlich zu diesem Kind oder zu diesem Jugendlichen hin. Und wenn jemand sagt, ich möchte nicht streicheln, ich möchte das Tier gar nicht anfassen, dann bleiben die auch auf Distanz. Okay, das heißt also, Alpakas checken so ein bisschen automatisch, wie wir Menschen gerade drauf sind und was wir gerade möchten und was wir nicht möchten. Die haben so feine Antennen, das ist ganz, ganz toll. Und da kommt auch schon Diara. Wir dürfen sie heute bei ihrer Förderstunde begleiten. Die Stunde mit Steffi und den Tieren soll ihr helfen, besser mit Stress in ihrem Leben umzugehen. Erstmal schauen wir gemeinsam, wie es den Alpakas geht. Die Diara ist da. Wir gehen ganz langsam auf die Tiere zu. Kennt ihr euch schon? Hallo. Ja, die Kamera ist natürlich auch interessant, das stimmt. Ja. Steffi ist nicht die Einzige, die solche Förderstunden anbietet. In Deutschland gibt es mehrere Angebote. Du kommst so ein bisschen zum Entspannen hierher, oder warum? Mhm. Und auch wenn ich Stress hatte in der Schule. Dann sprechen wir auch darüber, ne? Die Tiere beobachten und sich dabei unterhalten. Das tut vielen Kindern und Jugendlichen gut, die zu Steffi kommen. Aber sie packen auch mit an und servieren zum Beispiel mal einen besonderen Snack. Jetzt gibt's alten Weihnachtsbaum. Gott! Tannenbäume! Tannenbäume! Da sind sie. Da kommen sie. Oh, die Mähne, das sieht aber schön aus bei Luzi. Oh. Zu Steffi kommen ganz unterschiedliche Kinder. Einige, die Probleme in der Schule haben, andere zum Beispiel mit einer Störung im Autismusbereich. Geht's dir jetzt anders als vor dieser Stunde? Ein bisschen schon. Ich bin mehr. Also, ich war vorher aufgeregt und jetzt bin ich mehr runtergekommen. Irgendwie muss ich sagen, ich bin jetzt auch total entspannt. Also, 2 Tage mit Alpakas ist für die Seele echt mal so ein bisschen durchatmen. Habt ihr auch was Neues über Alpakas erfahren? Dann schreibt mir doch gerne einen Kommentar unter 9,5.de. Und ansonsten bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen. Winken. Tschüss.